Wohin verschwindet Hardacre? Ich muss herausfinden, was er vorhat. Wohin verschwindet Hardacre? Nichts zu sehen oder zu hören. Wo ist er hin? Hardacre? Professor, also hier verstecken Sie sich? Bei den Krabben und Fischköpfen? Zischen Sie ab, Danvers. Aber, Professor, denken Sie an Ihren Blutdruck. Was wollen Sie, Danvers? Ist das eine Kamera? Nein. Raten Sie noch mal. Theodolit? Genau. Der Theodolit meines Vaters, um genau zu sein. Wie freudianisch. Was kann man damit tun? Er ermöglicht mir, in der Landschaft zu lesen, was ich wissen will. Wie bitte? Ich benutze ihn, um das Terrain genau zu untersuchen. Diese Formationen könnten der entscheidende Hinweis sein. Ist der Schatz unter diesen Felsen verborgen? Vielleicht. Tief vergraben unter jahrhundertealten Krustentieren. Es fühlt sich an wie eine uralte, organische Welt. Einige dieser Felsen sind alles andere als aus Stein. Wollen Sie damit sagen, diese Steine sind lebendig? Mit einem Wort, ja. Sie werden aus Tausenden von Seepocken, Napfschnecken und Muscheln gebildet. Ich werde es mir merken. Das sollten Sie. Wenn Sie zu lange stehen bleiben, werden Sie vielleicht versteinern. Habe ich eben eine Glocke gehört? Wie eine Schiffsglocke? Ja, aus diesem Radio. Aber draußen bei den Felsen ist eine Nebelglocke. Verstehe. Um die Schiffe vor den Felsen zu warnen. Das stimmt. GPS hat die Glocke von Sexton überflüssig gemacht. Vielleicht brauchen wir diese Glocke, wenn der Nebel noch dichter wird. Er hat etwas Unnatürliches an sich. Er schwebt und wandert wie gesichtslose Geister. Professor, noch einmal zu der Glocke. Tja, da brauchen Sie zuerst die Handkurbel. Wo finde ich so etwas? Nirgendwo. Sie wurde vor Jahren fortgespült. Glauben Sie an das Monster von Sexton? Den alten Grindel, meinen Sie? Den Drachen? Ja, das ist doch nur eine Volkssage, oder nicht? Alle guten Geschichten enthalten einen Funken Wahrheit, Danvers. Meine Güte, Professor, wollen Sie sagen, Sie glauben an Drachen? Manche würden sagen, wir stehen gerade auf Grindel. Unter dem Sand? Oder unter diesen von Seepocken bedeckten Felsen. Wie Zehen, Zähne oder Klauen. Ganz genau. Diese Landschaft ist schon uralt. Die Geheimnisse liegen gut versteckt. Viel Glück, Professor. Laufen Sie weiter, Junge, und spielen Sie mit den Krabben. Die Luft stinkt fürchterlich nach verwestem Fleisch. Wer würde so etwas tun?
Dieses Geräusch, es ist ohrenbetäubend. Die Glocke, ihr Echo ertönt über der Bucht. Es wird lauter und lauter. Es ist in meinem Kopf. Endlich. Eine Vision? Ein Echo aus der Vergangenheit? Der Gegenwart? Der Zukunft? Ist alles in Ordnung, Danvers? Sie sehen etwas blass aus. Ich bin nicht ganz sicher. Dieser Nebel kann einem schwachen Verstand übel mitspielen. Kennen Sie angelsächsische Mythen über diese Felsen? Versuchen Sie es im Museum. Ich habe keine Lust, alle Einzelheiten zu wiederholen. Wo ist Ihre Ausrüstung? In Sicherheit. Halten Sie sich davon fern. Haben Sie gerade etwas Seltsames gehört oder gesehen? Seltsam? Nein. Warum? Sehen Sie Gespenster? Tja, eigentlich ja. Oder sind Sie auf Drogen? Nein. Oh, egal. Genießen Sie die Felsen. Ja, halten Sie sich von meinen Sachen fern, Danvers. Der Eingang zu den Höhlen von Sexton. Da ist eine Gestalt bei dem alten Netzladen. Wer ist das? Zeit mal genauer hinzusehen. Äh,
Es ist Lucy Rubens. Was macht sie nur? Sucht sie etwas? Ja, sie hat etwas verloren. Ihren Verstand, zweifellos. Ich kann sie sehen. Denvers, ich habe gesagt, bleiben Sie weg von meinen Sachen. Ziehen Sie ab, Denvers. Ich habe zu arbeiten. Laufen Sie weiter, Junge, und spielen Sie mit den Krabben. Nigel? Sind Sie da? Aha, lassen Sie mich raten. Es ist Lucy bei der Netzhütte? Ja, ich bin bei der Netzhütte. Woher wussten Sie? Ich habe möglicherweise starke Psi-Kräfte. Klar, wo wir gerade davon sprechen. Ich glaube, ich habe eine Spur zu den Katzenentführern. Echt? Wie das? Das verrate ich nicht. Könnte eure Übersinnlichkeit bitte hierher kommen? Pronto! Das Spiel hat begonnen, Denvers. Sieht ganz so aus. Was war das? Bei der alten Netzhütte, ja? Okay, wir sehen uns. Also hier verstecken Sie sich, wie? Ich hasse es, allein hier zu sein. Spüren Sie es nicht. Nein, kann ich nicht. Es ist nur ein altes, verlassenes Gebäude. Sind Sie okay? Sie wirken etwas abwesend. Etwas ist am Strand geschehen. Ich kann es nicht erklären. Können oder wollen nicht? Ich hatte eine Vision. Etwas. Nein, jemand hat mich gerufen. Wenn wir hier fertig sind, gehen Sie sofort zu Dr. Black. Nein, bitte. Das ist nicht nötig. Ich bin okay, versprochen. Also, was haben Sie vor? Aha. Vielleicht sind wir kurz vor einem Durchbruch. Was ist das für ein Haus? Es wurde vor vielen Jahren von den einheimischen Fischern benutzt. Sie ließen kleinere Boote hier, trockneten die Fischernetze und füllten ihren Fang in Kisten. Fang? Sie meinen die Fische? Jep. An heißen Sommertagen kann man die Fischeingeweide immer noch riechen. Das ist widerlich. Ziemlich morbide sogar. Nicht so morbide wie meine Gründe, hier zu sein. Und was hat Sie hierher gebracht? Eine Ahnung. Instinkt, wenn Sie so wollen. Instinkt? Das ist nicht sehr wissenschaftlich. Ja, das und die Blutspur, die bis zu dieser Tür führte. Blut? Sind Sie sicher? Schauen Sie selbst nach. Am Ende des Weges. Sollen wir einen Blick hineinwerfen? Das hatte ich vor. Aber es gibt keinen Türgriff. Was können Sie drin sehen? Ein Steg mit hölzernen Spindeln, glaube ich. Was ist unten? Das Gebäude hat zwei Stockwerke. Sehen Sie sich um. Die Steinstufen führen herunter zum Untergeschoss. Ich werde mich umsehen. Okidoki. Passen Sie auf, Herzchen. Blut.
dunkelrot wie purpurfarbene Blumen. Es ist nur Müll, nutzlos. Eine Kerze, nutzlos ohne Streichhölzer. Das Fenster spendet ein wenig Licht in der Düsternis. Eine ungeliebte Antiquität. Ich habe das Blut gefunden. Meinen Sie, wir sollten die Polizei verständigen? Was? Und die Chance aufgeben, das hier auf eigene Faust zu lösen? Im Ernst, das könnte sehr gefährlich werden. Ich dachte, Sie mögen Abenteuer. Ich konnte nicht viel sehen. Was ist mit Ihnen? Sollten Sie nicht eine Lampe oder so etwas bei sich haben, Mr. Geisterjäger? Ich habe etwas viel Besseres als das. Die Nachtsichtkamera. Wirklich? Noch so ein Heddenapparat? Borgen Sie ihn mir. In Ordnung. Hier, nehmen Sie. Das Blut. Glauben Sie, es ist menschlich? Nein, Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, dass hier ein liebes Haustier geschlachtet wurde. Wem gehört dieses Gebäude? Es ist voller Gerümpel. Soweit ich weiß, niemandem. Es ist verlassen. Ich kann sehen und fühlen, warum das geschehen ist. Ja, ziemlich gruselig hier, nicht wahr? Ich durchsuche noch einmal das Untergeschoss. Gute Idee. Ich behalte sie im Auge. Ich habe einen Eingang gefunden. Ja, so hat es sich angehört, Sie Vandalin. Das war ein Unfall. Sagen Sie nichts. Ganz unabsichtlich ist ein Stein aus Ihrer Hand geflogen. Jep, ich schieb's auf die Poltergeister. Das ist kein Witz. Hier unten ist es echt gruselig. Und dieser Gestank, verrottender Fisch, es ist überwältigend. Ich habe Sie gewarnt. Dieser Ort hat eine Menge Blut gesehen. Was zum Teufel war das? Jetzt ist es noch dunkler. Moment, ich probiere Ihre Kamera aus. Öffnen Sie den LCD-Bildschirm. Das schaltet die Kamera ein. Und los jetzt. Ich sehe Sie. Können Sie mich sehen? Ich glaube, da geht ein Weg durch das Gerümpel. Ich kann Sie führen. Es ist ein wenig kompliziert, also hören Sie gut zu. Okay, wo gehe ich hin? Immer geradeaus. Sind Sie sicher? Ich spüre Trümmer unter meinen Füßen. Gehen Sie nach links. Immer geradeaus. Direkt voraus ist eine Mauer. Ich kann sie sehen.
und riechen. Gehen Sie nach rechts. Immer geradeaus. Was ist das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Ich habe nichts gehört. Da, was ist das? Können Sie es sehen? Da ist etwas. Oder jemand. Nein, was ist das? Lucy, was zum Teufel ist da los? Nigel, los, Sie müssen da raus. Sie sind jetzt meine Augen, Lucy. Welche Richtung? Gehen Sie nach links. Gehen Sie nach links. Immer geradeaus. Gehen Sie nach rechts. Gehen Sie nach rechts. Immer geradeaus. Gehen Sie nach links. Gehen Sie nach rechts. Gehen Sie nach rechts. Immer geradeaus. Bleiben Sie stehen, nicht bewegen. Was immer es ist, ich glaube, es ist weg. Was zum Teufel ist hier unten bei mir? Moment! Lucy, was ist los? Sch, da kommt etwas. Was ist denn? Dieser Gestank. Ich glaube, es ist hier oben. Bei mir? Was soll ich tun? Lucy, keine Panik. Es ist hier. Es kann mich sehen. Laufen Sie zur anderen Seite des Balkons, Lucy. Das zu hören. Was haben Sie gefunden?
Schätze, wir haben Mr. Tibbs gefunden. Oh nein, ist er tot? Ich weiß nicht. Es ist nur sein Halsband. Ich schaue mich weiter um. Passen Sie bitte auf. Da ist jemand drin. Ich muss sie befreien. Bitte nicht. Die armen Kreaturen wurden gehäutet. Fotografien von Lucy und mir, aber wie... Mr. Tibbs, nehme ich an. Arme, gequälte Kreatur. Das Porträt. Ich kann nicht hinsehen. Irgendetwas ist mit den Augen. Der reine Hass. Ich muss schnell nachdenken. Hilfe, Lucy! Ich bin eingesperrt! Nigel? Hilfe, Lucy! Ich bin eingesperrt! Die Tür ist versperrt! Machen Sie auf! Nigel! 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 Was ist los? Die Fliegen! Schaffen Sie sie weg von mir! Nigel, hier ist nichts! Schaffen Sie sie weg! Hören Sie auf! Sehen Sie mich an! Die Katzen! Oh, bitte nicht! Sie wurden gehäutet! Wer auch immer das getan hat, er wird dafür zahlen! Da waren Fliegen! Tausende von Fliegen! Es ist dieser Ort.
Er beeinträchtigt Ihr Urteilsvermögen. Nein, es war real, ganz sicher. Was ist das? Das sind Sie und ich. Jemand hat uns beobachtet. Wer? Wer würde das tun? Und die Katzen, es ist grauenhaft. Ich weiß nicht. Hier, nehmen Sie, als Beweis. Gute Idee. Wir sind die Ersten am Tatort. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, was ich finde. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Drei Kronen. Eine Verbindung zu der Legende. Jemand setzt die finstere Arbeit der Eggers fort. Ist das eine Krone? Ja, definitiv eine Krone. Frederick Egger. Das hat sich verändert. Das Porträt. Ich kann nicht hinsehen. Irgendetwas ist mit den Augen. Der reine Hass. Wie läuft es mit den Beweisen? Mühsam. Hinter all dem steckt jemand wirklich Gestörtes. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Wer hat es geschrieben? Irgendein Hinweis? Nein, aber jemand sehr Lebendiges. So viel ist sicher. Also kein Ghostwriter. Wir machen Fortschritte. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Nicht verrückt, Nigel. Psychotisch. Das ist geplant, vorsätzlich. Das Gemälde hat sich verändert. Welches Gemälde? Die Egger-Brüder. Eine alte Familie. Böse bis auf die Knochen. Warum ist das Gemälde hier? Jemand setzt die finstere Arbeit der Eggers fort. Wie ein Nachahmungstäter, meinen Sie? Schlimmer. Ich denke, er glaubt, er könnte das Unausweichliche verhindern. Was genau meinen Sie mit dem Unausweichlichen? Die Lösung von Saxtons größtem Rätsel. Sie glauben, die beiden sind miteinander verbunden? Da bin ich sicher. Ich denke, dies war eine Warnung. Eine Warnung für Neugierige? Vielleicht. Ja, an uns. Und diese Katzen. Ihre Neugier hat sie getötet. Das liegt jetzt nicht mehr in unseren Händen. Wir müssen die Polizei rufen. Ja, Sie haben recht. Das ist jetzt ein Kriminalfall. Verschwinden wir von hier, bevor wir den Tatort noch mehr kontaminieren. Ich kann zur Telefonzelle gehen, wenn Sie sich verdrücken wollen. Nein, darum kümmere ich mich. Wieso sagen Sie das? Ich sage es meinem Bruder. Ihrem Bruder? Welcher Bruder? Sie werden ihn als Alex Bidmore kennen. Der Journalist? Ah, ich hätte es wissen müssen. Er ist kein Journalist. Er ist
Detective. Bei der Polizei. Ich hätte es trotzdem wissen müssen. Wieso sagen Sie das? Ich habe das Wort Spitmore umgestellt. Ja, Spitmore ist ein Anagramm von Impostor, also Hochstapler. Und er ist Ihr Bruder? Was tut er hier? Er arbeitet verdeckt. Er ist jetzt seit Wochen an diesem Fall. Die Katzenentführungen? Warum hat er das nicht gesagt? Tja, er dachte, Sie wären es. Was? Also war unsere Freundschaft eine Lüge? Nigel, nein. Ich mag Sie. Ich konnte nur nichts sagen. Und übrigens, Sie sind auch nicht besonders entgegenkommend. Wegen der Geister? Der Schrecken? Warum sind Sie wirklich hier? Was ist die Hedden Corporation? Und von wem haben Sie diese Apparate? Und warum? Okay, also war keiner von uns wirklich offen. Aber Sie müssen verstehen. Ja, ich habe auch nicht gern Geheimnisse. Ich suche Alex und sage ihm, was wir gefunden haben. Und ich? Was soll ich tun? Ruhen Sie sich aus. Sie haben einen Schock. Ein Tee wirkt Wunder. Tee? Aha, verstehe. Bei Nanny Noah? Genau, Nanny Noah. Ruhen Sie sich aus. Ich rufe später an. Hallo, George. Nigel, Sie sehen furchtbar aus. Lucy und ich haben etwas gefunden. Etwas... Hinsetzen, Junge. Ich setz den Kessel auf. In der alten Netzhütte war ein Geheimzimmer. Ein Albtraumzimmer. Gütiger Himmel, was war dort drinnen? Die Katzen der Stadt, lebendig gehäutet. Mein Gott, wer würde so etwas tun? Das ist noch nicht alles. Es gab Hinweise darauf, dass jemand die dunkle Arbeit der Eggers fortsetzt. Die Eggers? Und Nigel, sie werden auf sich aufpassen müssen. Lucy hat etwas Unerklärliches gesehen. Sie wird Wahrheit und Realität in Frage stellen. Seien Sie vorsichtig mit ihr, Nigel. Ich habe Ihre Schatzsuche abgeschlossen. Oh, gut gemacht. Das wirkt jetzt etwas banal. Aber hier ist Ihr Preis. Aber ich habe doch nur Ihre Hinweise getestet. Egal. Hier, nehmen Sie. Das ist ein Glückslos für die Mai-Feiertagstombola. Ich kann etwas Glück brauchen. Ich glaube, ich habe den Geist von Emily Travers exorziert. Ich dachte, Sie hätten etwas vor. Ist sie etwa fort? Ja, ich denke schon. Eine traurige Geschichte. Ich glaube, William Ager hat sie getötet. Viele haben Ager und seine Brüder verdächtigt. Das war nicht das erste Mal. In der Stadt hielt man sie für Mörder? Oh ja, sie hüteten ein Geheimnis. Ein uraltes Geheimnis. Das Versteck der verlorenen Krone? Suchen Sie sie nicht, Nigel. Das verfluchte Ding zu finden, bringt nichts Gutes. Aber ich glaube, ich bin nah an der Wahrheit. Sie müssen die Krone nicht finden. Lassen Sie die Dinge ruhen. Oh, genug geplaudert. Hier, geben Sie mir Ihre Teetasse. Oh, kein Tee mehr, danke.
Nein, nein. Ich werde aus den Blättern lesen. Wirklich? Wie originell. Diese Achterfigur ist sehr interessant. Eine Zahl vielleicht? Oder vielleicht eine Sanduhr? Das deutet darauf hin, dass Sie irgendeine Entscheidung treffen müssen. Wir alle müssen Entscheidungen treffen. Guter Einwand. Vielleicht läuft die Zeit davon. Diese Form erinnert mich an... Oh ja, eine Katze. Oh, nicht schon wieder. In der Tasseographie bedeutet das... Tasseo-wie? Tasseographie, das Lesen von Teeblättern. Diese Form deutet auf einen falschen Freund oder hinterhältigen Menschen hin. Diese runde Form, sie bedeutet Erfolg oder Abschluss. Vielleicht finde ich endlich meinen Schatz. Das ist ein Rätsel. Ein Vogel? Ein Rabe? Vielleicht eine Krähe? Ja, definitiv ein Mitglied der Krähenfamilie. Oh, Unglück steht bevor. Vielleicht der Tod. Gütiger Himmel. Das ist vorerst alles. Vielleicht noch etwas Tee? Ja, sehr gerne. Heute wird es eine dunkle Nacht werden. Der Abend vor dem Maifeiertag, eine mächtige Nacht im heidnischen Kalender. Die Sachsen begannen ihre Feierlichkeiten in dieser Nacht. Es war ein Abend der Spiele und Festlichkeiten, mit denen das Ende des Winters und die Rückkehr der Sonne und die Fruchtbarkeit der Erde gefeiert wurden. Bauern und Dorfbewohner mit Fackeln bahnten sich ihren Weg hinauf auf die Gipfel hoher Hügel oder Bergklippen und entzündeten dann hölzerne Räder, die sie hinab in die Felder rollten. Morgen ist der 1. Mai. Beltane, benannt nach Bel, dem keltischen Gott der Sonne. Ich rechne morgen mit einem klaren, warmen und herrlichen Tag. Der Sommer steht unmittelbar bevor. Ich spüre es in der Luft. Guten Abend, Bob. Und was für ein Abend das ist. Haben Sie gehört, was bei der Netzhütte passiert ist? Das habe ich. Schlimme Sache. Wer würde so etwas tun? Ist jetzt eine Sache der Polizei. Dieser Balken in Harbor Cottage. Was ist damit? Sie sagten, er wäre alt, von der Armada? Die spanische Armada. Die gescheiterte Invasion. Viele Schiffe gingen in dieser Gegend verloren. Damals, im 17. Jahrhundert. War es nicht das 16. Jahrhundert, Bob? Ja, das stimmt. Viel von dem Schiffsholz wurde wiederverwendet, um die Stadt Saxton, so wie sie heute aussieht, aufzubauen. Etwas morbide, finden Sie nicht? Nein, kreativ und praktisch. Wie Edward Molina selbst? Oh, er war tatsächlich praktisch und kreativ. Vor allem mit seinem Schiffsladeverzeichnis. War er ein Schmuggler? Vielleicht. Aber das haben Sie nicht von mir, okay? Was ist das? Lautsprecher. Für morgen. Oh, natürlich. 1. Mai. Sie kommt. Strahlend und lieblich. Wer? Sie werden sehen. Schon Fortschritte mit meinem Fernrohr gemacht? Noch nicht. Kommen Sie morgen zu mir.
Gute Nacht, Bob. Nacht, Junge. Morgen ist bald heim. Stehen Sie früh auf. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Ist jemand hier gewesen? Wer würde so etwas tun?